Hallo liebe Jazzfreunde und herzlich willkommen zu meinem 14. Tutorial im Rahmen meiner Reihe Jazz Harmonielehre. In diesem Tutorial geht es um zwei neue Akkordstrukturen, nämlich um Polychords und Quartakkorde. Insbesondere die Quartakkorde bestimmten seit den 60er Jahren immer mehr die Entwicklung der modernen Jazzharmonik. Bei Pianisten wie McCoy Tyner, Bill Evans, Kenny Barron bis hin zu Chick Corea und vielen anderen ist diese neue Klanggestaltung zu verfolgen. Ich hoffe, dass dieses Tutorial für euch von großem Interesse sein wird. Und gleich geht's los. Polychords bestehen ebenso wie die Upper Structures aus zweiteiligen Akkordstrukturen. Sie betreffen nicht nur Dominanten, sondern sämtliche Akkordkategorien. Wie bei den Upper Structures bildet der untere Teil des Akkords die harmonische Basis und der obere eine Struktur mit Spannungstönen. Die Akkordformen im unteren und oberen Teil der Struktur sind in der Regel Dreiklänge, Sept- oder Sextakkorde. Wir sehen uns jetzt die beiden Beispiele etwas genauer an. Das obere linke Beispiel stellt den Akkord F Major 13 Kreuz 11 dar. Dieser Akkord zerfällt in die Einzelakkorde G-Dur, gespielt von der rechten Hand, und F Major 7, gespielt von der linken Hand. Beide Akkorde ergeben im Zusammenklang den Akkord F Major 13 Kreuz 11. Der Dreiklang G-Dur liefert die Spannungstöne zu F Major 7. Dies sind die None G, die Kreuz 11 B bzw. in deutscher Bezeichnung H und die 13 D. Das gleiche gilt für das Beispiel rechts unten. Die linke Hand spielt D-Moll 7, die rechte Hand A-Moll 7 mit den Spannungstönen 9 und 11. Der Zusammenklang beider Akkorde ergibt dann D-Moll 11. Der Song Blue Sky zeigt den Einsatz von Polychords mit Upper Structures und Quartakkorden. Das Thema Quartakkorde wird anschließend behandelt. Der vollständige Quartakkord ist, wie der vollständige Terzakkord, siebentönig und entspricht daher der mit ihm korrespondierenden Akkordskala, in diesem Falle die C-Dur-Skala, das heißt, alle Tonstufen der Skala sind in den sechs übereinander geschichteten Quarten enthalten. Zu beachten ist, dass der Zirkel eines siebentönigen Quartakkords nur möglich ist, wenn eine übermäßige Quarte eingeschoben wird, also ein Tritonusintervall, das im strengen Sinne kein Quartintervall ist. Die folgenden Beispiele zeigen 3-, 4- und 5-stimmige Stufenakkorde bezogen auf C.
Während den terzgeschichteten Stufenakkorden eindeutige Akkordkategorien wie Dur, Moll, Dominantisch und so weiter zugeordnet werden können, sind die quartgeschichteten Stufenakkorde unbestimmt und offen. Die Zuordnung zu einer Akkordkategorie ist nur möglich, indem man einen Grundton hinzufügt. Der vierstimmige Quartakkord links oben ist zunächst unbestimmt, insofern man nicht den tiefsten Ton A des Akkords als Grundton annimmt. Auf F bezogen ist der Akkord ein Durklang. Auf A bezogen ein Mollklang. In den folgenden Beispielen wird die funktionale Verwendbarkeit der einzelnen Stufenakkorde bezogen auf C dargestellt. Die Stufenakkorde in diesen Beispielen sind daraufhin zu untersuchen, in welche Akkordkategorie sie jeweils eingeordnet werden können, um sie dann funktional zu verwenden. Als Kriterien hierfür gelten, wie bei den terzgeschichteten Akkorden, die Terz, die Septime und die Spannungstöne. Für den funktionalen Gebrauch ist es nicht immer notwendig, dass Terz und Septime im Akkord enthalten sind. Sehr oft wird die Funktion eines Akkords durch seine Stellung im Zusammenhang der gesamten Akkordprogression deutlich, auch wenn diese wichtigen Töne fehlen. Wir hören und sehen jetzt die Einordnung der Quartakkorde in die einzelnen Akkordkategorien bezogen auf C. Grundsätzlich können alle hier vorgestellten Quartstrukturen in Umkehrungen verwendet werden. In der Praxis ist dies jedoch meist nur bei den fünfstimmigen Quartakkorden sinnvoll. Das obere Beispiel zeigt die möglichen Umkehrungsformen eines fünfstimmigen Quartakkords. Zu beachten ist, dass diese Umkehrungsformen keine reinen Quartakkorde mehr sind, da durch die Umkehrung jeweils ein Terzintervall im Akkord entsteht. Trotzdem wird der typische Quartklang dadurch nicht aufgehoben. Der zweite Akkord besteht aus einer Quarte mit übergelegtem Dur-Dreiklang in den Oberstimmen. Der dritte entsprechend mit einem Moll-Dreiklang. Die Dreiklänge dieser Akkorde können auch mit Oktavverdopplungen gespielt werden, ohne dass der Quartklang dabei verloren geht. Akkordprogressionen können,
aus Quartakkorden bestehen oder, was häufiger vorkommt, aus einer Mischung von Quartakkorden und terzgeschichteten Akkorden. Das System 1 zeigt die Verwendung von dreistimmigen Quartakkorden für die linke Hand. Das System 2 zeigt eine Verbindung von fünfstimmigen Quartakkorden. Der erste Akkord ist eine Umkehrungsform. Die beiden nächsten Beispiele zeigen Verbindungen von gemischten Strukturen. Der erste Akkord in System 3 besitzt eine fünfstimmige Quartstruktur und die beiden folgenden sind erweiterte Left-Hand-Voicings. In System 4 ist der erste Akkord eine fünfstimmige Quartakkord-Umkehrungsform, der zweite eine Upper Structure und der dritte ein vierstimmiger Quartakkord. Zu beachten ist, dass sich Dur- und Moll-Akkorde am effektivsten mit Quartakkorden darstellen lassen, während die Darstellung der Dominanten am schwächsten ist, da in der Regel der Tritonus, der den strengen Quartklang aufhebt, in den dominantischen Strukturen vorhanden ist. Die dominantischen Quartakkorde sind daher vielen anderen Dominantakkorden, insbesondere den dominantischen Upper Structure-Akkorden, klanglich sehr ähnlich. Daher können dominantische Upper Structures sehr gut mit anderen Quartakkorden verbunden werden. Die Harmonisation mit Quartakkorden werde ich an dem Song Once in Summer demonstrieren. Doch zuerst sehen und hören wir uns die ersten vier Takte dieses Songs in der Harmonisation mit unterschiedlichen Techniken an. Zuerst eine Harmonisation mit der uns bekannten 3-7 Voice Leading Technik und danach die Gestaltung der Akkordsymbole mit Quartakkorden. Und nun den gesamten Song als Begleitsatz zuerst in der 3-7 Voicing Technik. Zum Vergleich jetzt in der Harmonisation mit überwiegend Quartakkorden. Ausnahmen hiervon sind im Notentext gekennzeichnet. Normalerweise sind dies, wie besprochen, Upper Structures, die sehr gut mit Quartakkorden verbunden werden können.
Zum Schluss nun den Song in der vollständigen Trio-Version. Zuerst in der 3-7-Technik und danach in der Harmonisation mit überwiegend Quartakkorden. Das war mein 14. Tutorial in meiner Reihe Jazz-Harmonielehre. Das nächste Tutorial befasst sich mit Clusterklängen und die damit verbundenen Akkordskalen, insbesondere die Akkordskalen und die Weiterführung zum Thema Modalität bilden einen Schwerpunkt in diesem Tutorial. Ich würde mich freuen, euch bei diesem hochinteressanten Thema beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können.